Steuern und Recht wird Ihnen präsentiert von anwaltauskunft.de, Ihrer Anwaltssuche, und Advokat Rechtsschutz. Advokat ist Anwaltsliebling. Sport ist Mord. Diese alte Weisheit ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber man kann sich beim Sport ganz böse verletzen bzw. auch verletzt werden. Wer muss dann eigentlich für den Schaden gerade stehen? Diese Frage beschäftigt immer häufiger die Gerichte. Haftung beim Sport, das Thema unseres folgenden Beitrages. Die zweitschönste Nebensache der Welt. Sport auf der Rennstrecke, im Stadion oder in der Halle. Zum Streit unter Sportkameraden kommt es oft nach einem Unfall. Und die Frage lautet dann, wer haftet für den Schaden? Und darum haben die deutschen Gerichte den Sport auf ihre Weise geordnet und in Klassen eingeteilt. Die Rechtsprechung unterscheidet zwischen Sportarten mit besonderer Gefährlichkeit, sprich Kickboxen, Boxen, des Weiteren die sogenannten Kontaktsportarten wie beispielsweise Fußball, Basketball und dann die Parallelsportarten wie Tennis. Und je nachdem, in welcher Sportart Sie sich bewegen, sind die Haftungsgrundsätze unterschiedlich. Die wundersame Verwandlung eines Rechtsanwaltes in einen Basketballspieler. Und die Frage, was darf man bei einem eher harmlosen Ballsport wie Basketball und was nicht? Wann muss ein Spieler damit rechnen, für sein Foul und den Schaden zu haften? Auch bei einem solchen Jugendcamp für Basketballer in Düsseldorf. Eine typische Szene, nicht nur beim Basketball. Der eine Sportler wärmt sich auf, der andere kommt ihm oder besser dem Ball nichtsahnend in die Quere. Die Folge, ein übler Kopfschmerz und eine Klage auf Schmerzensgeld. Diese Situation war auch Gegenstand einer Entscheidung. Das Gericht hat aber letztlich eine Haftung abgelehnt, weil gesagt worden ist, es besteht kein Verstoß gegen offizielle Basketballregeln und es ist sozial adäquat und man gewilligt quasi ein, dass auch während der Vorbereitungsphase zu einem offiziellen Training mal ein Ball unglücklich abprallen kann. Insofern letztlich hat das Gericht entschieden, keine Haftung. Kritischer dagegen die folgende Situation beim sogenannten Rebound. Zwei Spieler kämpfen um den Ball, einmal mit fairen und einmal mit unfairen Mitteln. Ja, hier auch eine basketballtypische Szene, insbesondere nach dem Rebound. Ich will den Ball sichern. Das kann ich einmal so machen und kann mich dabei auch bewegen. Da kann ich auch jemanden berühren. Das ist völlig in Ordnung. Das ist gewollt. Das darf man. Ich kann aber auch wie hier den Ellbogen alleine einsetzen und ihn vorsätzlich ins Gesicht führen, wie ein Schlag ins Gesicht. Da bin ich natürlich im Bereich des vorsätzlichen, absichtlichen Fouls und das kann unter Umständen haftungsträchtig sein. Höchst umstritten, oftmals die folgende Spielszene. Ein Spieler versucht, den anderen abzudrängen, am Korbwurf zu hindern. Wieder einmal auf faire und unfaire Art. Sobald der Spieler parallel zu mir bleibt und versucht, den Ball zu bekommen, alles in Ordnung. Sobald er aber versucht, meinen Laufweg zu schneiden und ich eventuell dann in die Gefahr komme, über ihn überzufallen, kann ich auf den Boden knallen, zu Querschnittsgelähmungen führen und eventuell ist das ein absichtliches, vorsätzliches Foul, was auch zur Haftung gegebenenfalls führen kann. Doch diese Haftungsgrundsätze gelten nur für Amateure und Hobbysportler. Wer als Profi sein Geld verdient, ist meist Arbeitnehmer, angestellt bei einem Verein oder Team. Für Arbeitnehmer gelten besondere Regeln. Aus dem Gesichtspunkt, dass man den Betriebsfrieden erhalten will und nicht stören will, hat das Gesetz oder der Gesetzgeber ein Haftungsprivileg vorgesehen, welches sagt, dass Arbeitnehmer untereinander nur wegen Vorsätzlichkeit haften. Sport ist eine schöne Nebensache, doch beim Kampf um den Ball sollte man immer die Spielregeln beachten. Steuern und Recht wurde Ihnen präsentiert von anwaltauskunft.de, Ihrer Anwaltssuche, und Advokat Rechtsschutz. Advokat ist Anwaltsliebling.